Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, beim letzten Mal haben wir ja hier ein bisschen rumhantiert mit unserer schönen Spinnenfalle hier. Okay, das klappt noch nicht so ganz, wie ich es gehofft habe. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal einen schönen dick voll... Boah, ich hau jetzt so eine Sprachfehler ein. Schaff's nicht mal hier die kleine blöde Wendeltreppe hoch. Wir brauchen jetzt dringend noch mal einen Wassereimer. Wir müssen einmal noch unser Dach da oben fertig füllen. Und zum anderen brauchen wir noch Wasser für die Falle, um die Spinnen unten zu behalten, denke ich. Und dann bauen wir da noch Kakteen irgendwie hin. Und. Also da kommt noch vieles hin. Oh Mann, ich kotze jetzt diese Wendeltreppe jetzt schon an. Wir haben genug Holz. Wir könnten, glaube ich, sogar rein theoretisch hier eine Grube machen und mit Leitern hochkommen. Super, wir haben hier jetzt ja eine richtig schöne Uhrzeit gefunden. Wir sind ja hier. Das nächste Wasser wäre da vorne. Nehmen wir mal schnell das Schwert in die Hand, das auch schon ziemlich ramponiert ist. Richtig nice. Hühnchen, Schäfchen, Eier. Ich finde die Pflanzen schon nice. Naja, muss man sagen. Nein, Spinnchen. Wir spielen heute nicht. Wie kommen wir jetzt am besten da durch, ohne dass wir Monster auf unserem Weg mitnehmen? Anscheinend kommen wir doch ganz gut durch. Wundert mich sogar. Ja, mein Freund. Hast du mehr Pfeile als ich? Denke ich nicht. Müssen wir jetzt hier auch so auf Assassin's Creed machen? Wie bei Skyrim. Okay, jetzt hier schon durch. Unser Schwertchen schrotten. Oh, das Skelett. Ah, da hat's. Und Assassin's Creed. So, dann. Ja, hat geklappt. Wie ich es natürlich auch geplant hatte. Nehmen jetzt ein bisschen Wasser mit. Wir haben ja noch bei uns auf dem Dächchen da auch einen schönen Wassereimer platziert. Und wenn wir das jetzt richtig anstellen und uns zu einer Unendlichkeitswasserstelle machen, können wir das Dach easy füllen und uns Wasser mit nach unten nehmen. Super, hier gibt es auch wieder ein Ei. Oh, ich dachte schon, ich hätte jetzt gerade den Weg verloren. Das wäre richtig scheiße. Tja, ja, hier haben wir ja noch unseren Erdhaufen. Ah ja, da wollten wir ja noch das hier machen. Habe ich beinahe vergessen. Ups. War jetzt nicht so geplant. Wir brauchen bald wieder ein bisschen mehr Eisen. Sonst haben wir hier unten Probleme. Das Huhn beobachtet uns. Super. Freut mich. Richtig riesig. So. Kleines Loch. Ein bisschen Wasser. Jetzt brauchen wir die Erde wieder, um hochzukommen. So. Eine schöne kleine Treppe zum Wasserloch. Und jetzt nicht blöd sein und auf die richtige Stelle machen. Okay. Jetzt haben wir unendlich viel Wasser. Kann man ja mal brauchen. Denke ich mal. So als nicht anerkannter Wissenschaftler. Machen wir dann da drüben noch ins Eck. Super. Das breitet sich ja aus. Können wir hier füllen. Das Eck. Und so. Jetzt haben wir hier Wasser. Und endlich viel. Bombe. Oder wir machen hier einen Wasserstrahl runter. Wir haben genügend Holz dabei. Dann testen wir das jetzt ganz einfach. Indem ich hier einfach die ganzen Blöcke runterwärts abbaue. Stück für Stück für Stück. Und dabei ordentlich runterfalle. Und hier noch unterwegs Löcher buddel. Wir brauchen mehr Erde. Mehr Schaufeln. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir fallen. Tiefer und tiefer und tiefer. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam aufpassen. Mit dem Runtergraben. Hier ist, glaube ich, Ende. Mit dem Runtergraben dann.
super. Machen wir hier mal dann auch gleich noch eine Wasserstelle irgendwo hin. Würde ich sagen, machen wir hier drüben noch einen kleinen Gang rein. Wo wir jetzt unser Wasser hier bunkern. Ja, super. Ich will eine Spitzhacke. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Kostet nur 3 Goldbarren. Ja, das gönne ich mir einfach mal. So ein bisschen. Gönn dir, Bruder. Kostet nichts. Oh Mann, wieso bin ich heute so super drauf mit dem Inventar hier? Alles, was ich brauche, habe ich nicht unten in der Leiste. So, jetzt müssen wir uns noch viele Leitern machen. Machen wir erstmal aus den 50 Blöcken hier ein paar interessante Stöcke draus. Mal schauen, ob das jetzt richtig reicht. Okay, mit 24 Leitern kommen wir, glaube ich, nicht sehr weit. Und die scheiß Spinnen da drüben gehen mir jetzt schon tierisch auf den Keks. Und wir brauchen bald wieder ein Schwert. Okay, das ist hier ordentlich ein Problem bis jetzt. Schauen wir mal, ob das reichen könnte. Wir machen dann das hier nur so zweiseitig. Die Fackel setzen wir eher da drüben hin. Lol, wie das klingt, wenn man so eine Leiter abbaut. Richtig super. Meine Fresse, liebe ich es, Leitern zu bauen. Und wir haben keine Leitern mehr. Genau. So wie es sich gehört. Und dann beim Abbauen Schaden kassieren. Und wir müssen noch die Leiter, die da unten liegt. Oder Leitern. Ne, eine. Gucken wir mal, ob das jetzt doch noch knapp reicht. Dann können wir nämlich gleich noch oben Holz holen. Und uns eine neue Leiter craften. Genau. Leute, es reicht. Knapp, aber nicht. Yay. Ich habe aber gar kein Sarkasmus-Schild dabei. Ja, 4 Leitern müssten wirklich jetzt reichen. Boah. Ich texte und ich texte einfach nur weiter. Und setze trotzdem die Leiter daneben. Und es reicht uns schon wieder nicht. Nein. Oh Gott. Ach ja, ich bin doch so ein Vollidiot. Wenn man einfach Shift drückt, bleibt man ja auf der Leiter stehen. Und das habe ich einfach volle Kanne vergessen. Langsam sollten wir dann auch noch was essen. Ein paar Karotten, wer wäre dabei? Ich sicher nicht. Mein Spaß. Ah, 2 reichen sogar. Dann holen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Holz. So schaffen wir dann auch ein bisschen mehr Freiheit auf der Karte für unseren Spawner. Da drüben ist irgendwie ein Berg oder so. Wir müssen dann auch bald wieder zurück nach Hause. Oh, toll. Wir brauchen wirklich dringend Eisen. Wir haben ja jetzt unten ein Eimer Wasser platziert. Nehmen wir uns gleich einfach noch ein Eimer Wasser mit. Und ja, dann können wir uns unten da schon mal ein bisschen mit Wasser versorgen. Da wir dann ja unendlich Wasser unten haben. Supi. Ja. Müssen wir mal... Nein. Ich will kein Gold mitnehmen. Noch da ins Wasser werfen. So, ja. Okay, dann machen wir daraus ein paar. Machen wir hier draus ein paar Stöcke. Toll, wir haben so viele Stöcke schon, dass wir keine neuen machen können. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Echt jetzt. Toll. Ich habe nicht mal mehr eine Karte. Och, verdammt. Das... Oh. Das ist doch nicht ernst jetzt, oder? Oh Mann. Jetzt können wir irgendwo nach da hinten laufen. Und diese scheiß Höhle wieder suchen. Nur weil ich jetzt da runtergefallen bin. Och Mann. Oh, das ist so ein
Scheiße, jetzt echt. Jetzt wieder voll abgefuckt. Oh Mann, ich hoffe, ich laufe jetzt auch noch direkt in die richtige Richtung. Sonst habe ich ein riesen Problem und kann dann nachher noch mal kurz die Aufnahme abchecken und nach da hinten latschen. Okay, ich schätze, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil wir sind jetzt... Oh, es leckt auch noch so sehr. Ein Creeper. Fuck! Habt ihr das mit dem Hund gerade gesehen? Der wurde gerade voll aggressiv. Oh je. Ich gehe lieber weg von den Hunden. Hier sind wir wenigstens schon mal anteilsweise richtig. Jetzt ist die Frage nur, wohin? Ich glaube, da schräg hinten. Nein. Da war es nicht. Komm schon. Instinkt, lass mich nicht im Stich. Wir müssen unseren Scheiß retten. Hier sind scharfe Schweine, dann sind wir gerade. Fuck. Creeper und Skelett. Creeper und Skelett. Creeper und Skelett. Creeper und Skelett. Oh nein, oh nein, oh nein. Fuck, 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 fuck. Oh Mann. Da drüben ist auch noch ein Zombie und ein Creeper. Oder nur ein Zombie. Nein, beides. Super. Mann, wieso kommen die Viecher jetzt auch noch? Scheiße. Und es leckt hier so abartig. Drüben ist die Höhle. Oh, Mann. Jetzt bin ich echt enttäuscht hier. So ein halbwegs gescheiter Start und dann einfach verrecken durch Fallschaden. Kann vorkommen. Aber jedes Mal den epischsten Falltod lege ich natürlich hin. Ich glaube, wir haben es, oder? Bitte, bitte, bitte. Oh nein, doch nicht. Och, ich dachte, ich habe da jetzt gerade Steine gesehen. Jetzt habe ich mich volle Kanne verlaufen. Mensch. Hier ist der Strand. Okay. Ich denke, wir sind nicht mehr so weit weg. Sein Ernst? Oh nein. Wieso kommt jetzt schon wieder ein Enderman? What? Habt ihr das gerade auch gesehen? Okay. Langsam werde ich paranoid. Nur langsam. Oh, da ist es. Wir haben es gefunden. Und zufälligerweise streunert hier ein Enderman rum. Oh, meine Fresse, hey. Okay. Scheiße, 40 Level oder so sind jetzt einfach mal weg wieder. So. Level 7. 7, echt jetzt? Wo ist der Helm? Ah, da ist der Helm. Jetzt haben wir wieder so halbwegs alles. Och, so ein Abfuck, echt, hey. Ich denke, bevor ich hier jetzt noch einmal so einen heftigen Fallschaden kassiere, mache ich das jetzt irgendwie so. Nee, 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 doch. Ich lege da dann eine halbe... Mache ich hier eine Stufe dran. So. Hau da schnell zwei Steine weg und leg da ein bisschen Wasser hin. So. Und ich mache das irgendwie da anders. Ja, machen wir das besser so. Machen hier dann, lassen wir hier das Wasser ablaufen. Oh Mann, bin ich jetzt wieder abgefuckt. So, die untersten zwei Leitern machen wir weg. So. Lol. So, jetzt haben wir hier ein Auffangbecken und verrecken hier nicht mehr so schnell. Oh Mann. Das kotzt jetzt volle Kanne an. Nicht. Ich friss jetzt einfach nur noch den Kuchen und baue mir jetzt noch ein paar Treppen, Leitern. Treppen kommen auch nochmal irgendwann dran. So, 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 so. Da dann zwei, da dann zwei, da eins und das war's. So. Verpiss
solche hässlichen Spinnen. Okay, das... Ich habe das blöde Gefühl, der Enderman wird uns jetzt unser restliches Leben hier verfolgen. Die, wo die ersten Folgen kennen, wissen ja noch, wie schön Enderman und ich befreundet sind. Ja, ja, wer würde nicht gern mit so einem gruseligen Freak befreundet sein, der einfach ins Nichts geht und wieder aufkreuzt mit einem Block, der ihm nicht mal gehört. Ja, das nenne ich Freundschaft. Männerfreundschaft vom Feinsten. Oh je. Jetzt müssen wir noch ein paar Fackeln setzen. Beeilung. Ich kletter runter. Okay. Setzen hier zwei Fackeln. Und hier zwei Fackeln. Dann jumpen wir da ins Wasser. Wie wir ja bereits gelernt haben, kriegen wir dadurch keinen Fallschaden. Toll. Kletter kurz die Leiter hoch. Oh Mann. Okay, dann holen wir schnell die Leiter und so. So, jetzt sind wir endlich hier unten. Haben Wasser. Und hässliche Spinnen, die uns wehtun wollen. Toll, jetzt wie kriegen wir die Freaks von da oben runter? Tja, ich glaube, das mit Wasser wird nichts. Oder vielleicht doch. Alter, die kriegen ja... Wir können die jetzt gerade einfach von der Decke... Okay, das bringt auch nichts. Mensch. Ah, sie hat es reingeschafft. Vorhin haben die es auch nicht reingeschafft. Toll, da oben backt die Spinne mit Wasser. Fail. Okay, Leute, das war's dann schon mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.